Der Erlkönig. Nach Johann Wolfgang Goethe. Umgesetzt von Christoph Sobol. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Hab keine Angst, mein Sohn. Gleich sind wir daheim. Halte noch ein wenig aus. Ich habe Angst, Vater. Er hat uns bestimmt gleich eingeholt. Was meinst du? Wer soll uns eingeholt haben? Außer uns reitet niemand diesen Weg entlang. Doch, doch, ich höre ihn. Er ist fast bei uns. Beeile dich. Was du hörst, sind nur die Blätter des Waldes. Wind treibt sie hinter uns her. Das ist alles. Vater! Es geht los! Er ist da! Mein Sohn? Was ist los? Er hält meinen Hals so fest, Papa! Mein Sohn! Bleib bei mir! Nein! Nein! Nein, ich... Puh. Zum Glück nur ein Traum. Ist alles in Ordnung, Johann? Soll ich kurz zur Seite ranfahren? Ist dir wieder übel geworden? Nein, Papa. Alles gut. Ich hatte nur einen mega blöden Traum. War es wieder der gleiche Traum? Deine Stirn ist ganz verschwitzt. Danke, Mama. Alles gut. Und ja, es war wieder dieser Traum. Schon echt schräg. Ja. Christiane, vielleicht sollten wir mit dem Jungen doch mal einen Termin beim Arzt machen. Wolfgang, ich bitte dich. Johann hatte einen schlechten Traum. Du tust dir gerade so, als sei er verrückt. Du erzählst mir auch oft von deinen exotischen Träumen und ich schicke dich auch nicht gleich zum Paartherapeuten, oder? Naja, wenn es eine Paartherapeutin ist, könnte es aber reizvoll werden. Boah, Leute, anderes Thema bitte. Darüber könnt ihr reden, wenn ich nicht mehr mit euch in diesem Auto gefangen bin. Außerdem... Komm und geh mit mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Da ist was auf der Straße! Junge, bist du wahnsinnig? Was sollte das? Was hast du denn gesehen? Ein Tier? Habt ihr das denn nicht gesehen? Er stand da. Direkt vor einem Auto. Da war nichts. Kein Mann, kein Tier und kein Geist. Kein Geist? Wolfgang! Nun ängstige Johann nicht so. Er ist schon ganz blass. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Was? Wer spricht da? Woher kommt das? Junge, so beruhige dich doch. Meine Töchter sollen dich warten. Da, im Wald! Seht ihr das? Zwei Frauen und ein dunkler Reiter! Sie sehen zu uns rüber. Wir wiegen und tanzen und singen dich ein. Johann, da ist nichts. Was ist denn nur los? Und bist du nicht billig, so braucht er Gewalt. Warum seht ihr sie denn nicht? Mama! Papa! Sie kommen her! Junge, reiß dich zusammen. Bist du jetzt durch? Von draußen ist weit und breit nichts zu sehen. Sie sind hier. Ich kann mich nicht bewegen.
Warum helft ihr mir denn nicht? Nein! Nein! Fass mich nicht an! Lass mich in Ruhe! Nein! Johann! Wolfgang! Mach doch was! Er kriegt keine Luft! Er muss ins Krankenhaus! Ja, ich will ja, aber das verdammte Auto springt nicht an! Johann! Brauch ich Gewalt? Er atmet nicht mehr! Ich komm zu dir, mein Junge! Bleib bei mir! Bleib bei mir! Papa hält dich fest im Arm. Wach doch wieder auf! Wach doch wieder auf! Sie hörten Der Erlkönig von Johann Wolfgang Goethe in einer Neuinterpretation von Christoph Sobol aus dem Jahre 2018. Die Sprecher und ihre Rollen: Matthias Heil als Vater, Adrian Arnold als Sohn, Philipp Stiegemann als Johann, Alex Bolte als Wolfgang, Birgit Arnold als Christiane, Philipp Bösand als der Erlkönig, Nadine Most als erste Tochter des Erlkönigs, Johanna Ehrlich als zweite Tochter des Erlkönigs, Sebastian Schmidt, Titelansage und Credits. Als Musikstücke hörten sie Sublustris Nox, Lost in the Wood, Grégoire Louhomme, Inside the Asylum, Floating Isle, The Probe. Mit freundlicher Unterstützung von hörtalk.de.